Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück in einem neuen Part von Let's Play WoW 2.4.3 Burning Crusade hier auf dem Privatserver Nordwau mit unserem Magier Mijin. Was fällt wohl auf? Was hat sich verändert? Richtig, ich bin jetzt in einer Gilde mit diesem lieben trollischen Magier und zwar hat mich der Tiger auf eine Anfrage hin eingeladen in die Gilde La Santa Muerte. Das ist hier auf dem Server so ziemlich die größte Horde-Gilde, würde ich behaupten. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier mit teilhaben darf und werde optimistisch sein, dass wir hier auch noch das ein oder andere mit den Gildenmitgliedern unternehmen können. Gut. Ja, was steht denn noch an? Also, wir haben aus der letzten Folge ja einige Quests noch mitgenommen. Zunächst will ich aber unbedingt schauen, ob wir das mit dem Blut hinbekommen. Das ist ja jetzt schon hier etwas länger aktiv in diesem Let's Play. Und zwar geht es ja darum, dass wir dieses Blut von den Orks sammeln wollen oder müssen, um daraus eine leckere Blutsuppe zu kochen. Na gut, nicht direkt, aber auf jeden Fall müssen wir es kochen, erhitzen, was auch immer. Wir müssen das Blut zum Kochen bringen. Gut, haben wir denn überhaupt noch Blut? Ja, perfekt, wir haben noch eins. Das können wir auch gleich wieder zum Kochen bringen. Ja, heute möchte ich auch mit euch natürlich wieder über ein neues Thema sprechen. Und zwar habe ich ja in der Folge 2 oder 3, ich bin mir nicht ganz sicher, das Thema Raiden angesprochen, meine PvE-Erfahrungen und so weiter. Und deswegen möchte ich jetzt einfach mal die Gelegenheit nutzen. Okay, wir müssen wieder was zu essen herstellen und zu trinken. Die Gelegenheit nutzen, um etwas über PvP zu sprechen. Genau. So. Wie immer, ich sag's vorweg, interessiert mich auch eure Meinung dazu. Wenn ihr selbst Erfahrungsberichte habt in Richtung WoW und hier besonders PvP, dann lasst es mich gerne wissen. Und natürlich auch die anderen in den Kommentaren. So. Wir haben wieder keinen Mana mehr. Das ist super. Okay, gut. Also fangen wir einfach mal an. Ja, wie sieht's denn bis jetzt mit meiner PvP-Erfahrung aus? Also, wie ihr jetzt vielleicht noch wisst, habe ich ja angefangen, WoW zu spielen. Irgendwo damals, 2007, als Burning Crusade ja noch hier aktiv war. Das war eigentlich für mich damals, wie ich bereits schon letztens erwähnt habe, ein Spiel, das völlig neu war und auch so facettenreich rüberkam. PvP habe ich mich da anfangs ein bisschen rumgedrückt, habe es nicht wirklich gespielt, weil ich auch irgendwie so gar nicht wusste, wie man dem entgegnen soll. Und deswegen habe ich mich, wie gesagt, lange da rumgedrückt. Aber dann irgendwann hat mich einer gefragt, ich glaube, das war damals auf meinem Blutelf-Paladin in Orgrimmar, irgendein Spieler, den kannte ich gar nicht. Ja, hast du denn Lust, hier vielleicht mal eine Runde Kriegsumschlag mitzumachen? Da war ich Level, schlag mich tot, 18, irgendwas oben Dreh. Deutlich höher als 10, aber eben niedriger als 20. Und ich meinte, okay, machst du mal mit, hast du nichts zu verlieren. Beziehungsweise wusste ich es eigentlich damals noch gar nicht und habe mir das ein bisschen erklären lassen. Von einem Freund, der da damals auch gespielt hat auf dem Server. Und ja, da habe ich mich mit dem angemeldet und wir haben zusammen dann eben in der Kriegshelmenschlucht so ein bisschen aufgeräumt, alles niedergemetzelt. Und da hat mir das eigentlich auch schon ganz gut Spaß gemacht, woraufhin ich das dann auch öfters gemacht habe, glaube ich. Ein, zweimal auf jeden Fall am Tag. Ja, während dem Leveln so ab und an. Man musste ja damals noch wirklich in die Hauptstadt gehen, um sich da anzumelden. Das war noch etwas aufwendiger als früher. Heute. Und naja, da habe ich jetzt, wie gesagt, ein paar Mal gemacht. Es hat mir gefallen. Hab dann alle Battlegrounds von Level zu Level angeschaut. Und besonders dann so im 50er Bereich. Ich glaube, ab 51 ging das ja hier. Alter Raktal. War toll. Tolle Atmosphäre und alles. Das hat mich dann gewisserweise in Bann gezogen, aber das hat sich dann auch so wieder gelegt, als dann wieder Richtung Scherbenwelt und 60 ging. Da habe ich dann plötzlich irgendwo das Interesse verloren, weil da das PvE für mich mehr an Bedeutung gewonnen hat. Und ja,
Dann kam, wie gesagt, lange nichts, was irgendwie Richtung PvP ging, sondern eben viel PvE. Ich habe da andere Schwerpunkte sozusagen gesetzt. Ja, und auf 70 dann eigentlich auch recht wenig gemacht. Natürlich hat man hier und da mal vorbeigeschaut im PvP. Besonders auf 70 habe ich das gemacht, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere, das ist ja jetzt schon, ja, man könnte sagen, eine Ecke her. Burning Crusade und Co. 2007, 2008 ist ja schon einiges. Und sich daran noch so toll zu erinnern, fällt mir jetzt auch schon etwas schwer, aber ja gut. Ich glaube zumindest, dass ich dann aktiv auch... Nein, habe ich nicht. Aktiv habe ich PvE gespielt und so nebenbei habe ich dann ab und an PvP gespielt. So, ja genau. Und ja, damals war es nämlich so, dass die Gladiator-Teile... Die wurden zwar, glaube ich, nicht so gern PvE gesehen, aber für mich besonders, als jemand, der nicht unbedingt Zugang hatte zu den lilanen Stücken aus den PvE-Instanzen, da dachte ich mir, okay, nimmst du dir hier die Sachen, die du findest, in den PvP-Einlöser-Gebäuden im Prinzip, sprich halt vom PvP-Marken, und versuchst dich damit ein bisschen auszustatten. Das habe ich noch gemacht, habe dann ein paar PvP-Teile gefarmt und fand mich dann auch recht ansehnlich so. Als Blutelf-Paladin mit dem schönen S2, glaube ich, war das. Genau. Also ein paar Teile davon hatte ich. Hat mir ganz gut gefallen so. Aber das war es dann auch schon wieder mit PvP für Burning Crusade. Und ja, dann ging das eben weiter im Prinzip, die PvP-Odyssee. In Burning Crusade, in Wrath of the Lich King. Hatte schon etwas mehr an Bedeutung für mich gewonnen. Ich habe dann mit meinem Todesritter das ein oder andere Mal PvP gespielt. War alles auch auf einem sehr stümperhaften Niveau, könnte man sagen. Aber eben so gesehen hat es mir Spaß gemacht, dass ich eben mit dem Todesritter ganz gut zurechtkam. Und auf dem Battleground Arena war dann nicht so für mich. Ich war Arena nie für mich, wie ihr vielleicht noch gleich erfahren werdet. Ja, jedenfalls kam ich da ganz gut zurecht, hat mir Spaß gemacht und das war es dann auch schon wieder. Da gibt es nicht viel zu sagen im WoTLK. Das war alles noch nicht damals so ganz ausgereift. Ich habe noch nicht viel Ahnung gehabt vom Spiel. Gut, in der WoTLK hatte ich natürlich recht viel Ahnung vom Spiel, aber so PvP ist für mich bis dato eigentlich immer so etwas geblieben, was ich ganz gerne mache, nur halt nicht regelmäßig und professionell. Naja gut, also dann kommen wir auch schon zu Cataclysm. Das ist noch ein Ork. Cataclysm war eigentlich gar nichts mehr mit mir los. Ich habe erst wieder gegen Ende von Cataclysm überhaupt WoW gespielt. Und so zwischendurch, habe ich ja schon erwähnt, eigentlich gar nicht. Ich habe eine ziemlich lange Pause gemacht und natürlich dann auch kein PvP gespielt. Naja, und bei Mr. Pandaria hat sich das da eigentlich wieder... Es ist jetzt ein kleiner Sprung in der Chronologie sozusagen. Mr. Pandaria hat sich das dann rapide geändert. Ich habe angefangen Videos zu schauen. Sorry. Ich habe angefangen Videos zu schauen. Genau. Und diese Videos waren eben größtenteils WoW-PvP-Videos von dem Swifty, den kennt ihr vielleicht, das ist ein ehemaliger Nachtelf-Krieger, der berühmt wurde durch seine Incredible Warrior Tricks Videos zu Classic und zu Burning Crusade. Hat er eben auch so seinen Kanal gemacht, der relativ bekannt ist. Und ja, die Videos habe ich dann eigentlich relativ intensiv geschaut und dachte mir, okay, der hat Spaß an seinem PvP, machst du vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Und so fing es dann auch an, dass ich mir hier und da ein bisschen mehr Equipment gekauft habe im Prinzip. Also keine Ingame-Ausrüstung, sondern Hardware-Peripheriegeräte, nämlich habe ich mir dann so ein Gamepad gekauft und für eine bessere Maus und alles und dann ging es so langsam los, dass ich mich mehr dafür interessiert habe und ja, jetzt spiele ich eigentlich ganz gerne PvP. Ob ich gut spiele, weiß ich nicht. Arena spiele ich eigentlich weiterhin nicht. Ich habe hier und da natürlich mal reingeschaut, aber nie wirklich aktiv gespielt. Aber mit meinem Druiden habe ich das bis vor wenige Monate noch ziemlich gerne gemacht. Natürlich schwindet dann auch irgendwann das Interesse, wenn man es lange und intensiv betreibt. Battlegrounds, ohne jetzt groß auf die Arena auszuweichen, ist ja dann doch recht monoton. Aber gut.
Das hat mich dann, wie gesagt, so ein paar Monate in den Bann gezogen. Und ja, bis heute würde ich sagen, dass ich PvP so grob recht positiv sehen kann im Laufe meiner Entwicklung. Nur eben, dass sich das auf einem Niveau hält, das jetzt nicht unbedingt dem eines Experten entspricht. Naja, gut. Ich denke, ich habe jetzt ausführlich genug erzählt, wie ich zu PvP stehe und was genau ich da so gemacht habe. Wie gesagt, lasst mir auch eure Meinung in den Kommentaren da. Mich interessiert auf jeden Fall, wie ihr zu PvP steht. Ob ihr PvP lieber mögt als PvE. Oder ob ihr beides betreibt, so ungefähr wie ich. Oder was auch immer. Naja. Du hast auf jeden Fall eine Quest wieder fertig und das kochende Blut haben wir immer noch nicht komplett. Ich glaube, ihr Lieben, dass ich das dann auch. Ja. Ich glaube, dass ich das hier lassen werde. Tut mir leid für die, die unbedingt diese Quest sehen wollten, mit diesen extrem coolen Handlungen, Blut zum Kochen bringen. Aber es ist immer so, dass man in einem Let's Play nicht zwingend versuchen sollte, etwas unbedingt bezwecken zu wollen, was einfach nicht so lange oder so gut funktioniert. Es wäre für euch und für mich eigentlich recht langweilig, wenn ich jetzt versuchen würde, hier einfach auf Biegen und Brechen die Quest fertig zu kriegen. Ich denke, die Droprate von dem Blut ist etwas fehlerhaft oder verbuggt. Ich weiß nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Blut so selten droppt. Auf Retail-Server droppt das sowieso richtig häufig bei jedem Mob. Ich meine auch, dass ich früher schon Burning Crusade die Quest relativ fix fertig hatte. Na gut, so. Das heißt jetzt, wir können mit der Folgequest leben. Die heißt Absturzstelle und natürlich müssen wir noch nach da hinten. Rechts gibt es auch noch ein paar Quests und die machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, wenn ihr uns unterstützen wollt und uns weiterhin treu bleiben wollt, dann lasst doch vielleicht mal einen netten Kommentar da oder ein Abo oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao, ciao.